Schau dir diese Aussicht an, Stan. Weißer Strand mit hellblauem Wasser dahinter. Ach, traumhaft. Bist du bereit für Spaß und Sonne, Leslie? Dieser Ort ist so exklusiv, dass sie immer nur 10 Paare auf die Insel lassen. Bereit? Das wird der schönste Urlaub aller Zeiten. Ach, in diesem Paradies möchte ich meine letzten Tage verbringen. Die Isla Bonale in der östlichen Karibik war eine wahre Augenweide, die alle Schönheiten der Südsee miteinander verband. Es gab Berge, einen dichten Dschungel, einen einmaligen Strand und eine eindrucksvolle Hotelanlage, die für die ausgewählten Gäste jede mögliche Freizeitaktivität und Luxus bot. Stan hatte Leslie mit diesem Kurztrip überrascht, weil er am Ende des Urlaubs endlich den Mut fassen wollte, um ihre Hand anzuhalten. Ein wenig schuldig kam er sich vor, da er hinter ihrem Rücken mit ihrem Chef den Urlaub abgesprochen hatte. Zum Glück konnte das Krankenhaus, in dem Leslie arbeitete, ein paar Tage auf sie verzichten. Während Stan im Hotelzimmer seinen Koffer auf dem himmelweichen Bett ausbreitete und seine Badehose suchte, blätterte Leslie voller Begeisterung die Hotelbroschüre durch. Dieses Hotel ist der Wahnsinn. Wir können so viel unternehmen. Wie wäre es mit Jetski oder Paragliding? Komm, überrasch mich, Les. Abenteuerschnorcheln. Damit will ich anfangen. Das Wasser ist so fantastisch. Und in der Broschüre steht, dass wir die Ausrüstung sogar am Strand leihen können. Na, dann schlüpf in deinen neuen sexy Badeanzug und auf zum Strand. Ach, darauf hast du also gewartet. Die ganze Zeit, Baby. Die ganze Zeit. Kurze Zeit später erreichten Stan und Leslie den weißen Sandstrand. Sie gingen zu einer baufälligen Laube, die überhaupt nicht zum sonst so exklusiven Hotel passte, in dem der Taucherausrüstungsverleih war. Auf der Laube prangte ein wettergegerbtes Schild, das Kajaks zum Leihen anbot und aussah, als würde es jeden Moment herunterfallen. Ein bärtiger Jamaikaner stand im Verleih, kaute auf einem Zahnstocher und lehnte sich mehr als entspannt auf seinen Verkaufstresen. Er vereinte alle Klischees in sich, die man sich denken konnte. Von einem ausgeblichenen T-Shirt in den jamaikanischen Landesfarben bis hin zu völlig verfilzten Rasterlocken, die unter einer roten Häkelschirmmütze wie Unkraut herauszuwachsen schienen. Je näher die beiden Urlauber kamen, desto deutlicher rochen sie den süßlichen Geruch seiner letzten selbstgedrehten Zigarette. Hallo! Alles geschmeidig, Mann! Ich bin Ace. Was ihr braucht, um Spaß zu haben, bekommt ihr von mir. Hi, Ace. Ich bin Stan und das ist Leslie. Hi. Du kannst uns wirklich helfen. Wir möchten etwas ausleihen. Lass mich raten. Ihr wollt bestimmt schnorcheln. Erraten. Und dazu benötigen wir Brillen, Schnorchel und Flossen. Kein Problem. Ich gebe euch noch eines meiner Kajaks, damit ihr etwas weiter in die Bucht fahren könnt. Oh, klasse. sag mal, Ace, gibt es hier eigentlich Haie? Oh, mein tapferer Soldat hat Angst vor Haien. Ich find's nicht lustig, Les. Keine Haie, Bruder. Nur gemeine Morellen. Aber alles ungefährlich, keine Sorge. Jedenfalls nicht, solange du in ihre Höhlen greifst. Okay, gut zu wissen. Hier, für dich, Bruder. Nimm das Tauchermesser für den Notfall mit. Danke. Nun komm endlich, Stan. Mir ist schon ganz heiß und ich brauche dringend eine Abkühlung. Leslie und Stan ruderten in die Mitte der Bucht, zogen sich die Flossen und die Taucherbrille mit dem Schnorcheln über, bevor sie kopfüber ins Wasser sprangen. Vor ihnen breitete sich die zauberhafte Welt des Bonale-Riffs aus. Sie genossen den Anblick der beeindruckenden Korallenbänke mit seinen einzigartigen Lebewesen. Fische in den frohesten Farben schwammen neben ihnen her. Leslie lächelte, als sie sah, wie orange-weiße Clownfische in den tentakelartigen Seeanemonen Schutz suchten. Um das Schauspiel näher zu betrachten, schwamm sie tiefer in eine Höhle zwischen den Korallenbänken hinein. Stan war von ihrem Übermut gar nicht begeistert und folgte in einigem Abstand. Leider kam er dabei messerscharfen Korallen zu nah und schnitt sich an der Schulter. Eine feine Blutspur zog sich durchs blaue Wasser, sank in den dunklen Winkeln des Riffs und weckte die Blutgier einer riesigen Muräne.
Während Stan und Leslie in die Schönheiten der Unterwasserwelt eingetaucht waren, erreichte die Hässlichkeit in Form eines Flugzeuges mit brennenden Triebwerken die Isla Bonale. Es versuchte nicht einmal eine Notlandung, sondern krachte ungebremst in den Westhang des Bonale Mountain. Das Flugzeug gehörte dem Umbrella-Konzern und sollte geheimes Forschungsmaterial zum Hauptquartier transportieren. Doch ein ungeklärter Zwischenfall verschlug es in dieses Paradies und besiegelte sein Schicksal. Mitten im brennenden Trümmerfeld krochen dunkelrote, echsenartige Monster mit messerscharfen Krallen, einem Raubtiermaul und einer langen Zunge aus ihren zerstörten Eindämmungskammern. Jedes davon so groß wie ein ausgewachsener Mensch. Aus dem Kopf schien das hellrote Gehirn sichtbar herauszuwachsen. Diese Monster nannten die Umbrella-Forscher Licker, wegen der schlangenartigen Zunge, die sie auch zum Angriff benutzten. Neben diesen grauenerregenden Monstern verteilte sich ebenfalls das gefährliche G-Virus und infizierte alle Lebewesen auf der Insel. Dieses Virus war ein Todesurteil und verwandelte jeden in seelenlose lebende Tote. Von all dem Schrecken bekamen Leslie und Stan nichts mit. Voller Begeisterung von ihrem Taucherabenteuer zogen sie das Kajak auf den Strand. Oh, das war unbeschreiblich, Stan. Morgen will ich nochmal tauchen. Ja, können wir machen. Aber nur, wenn meine Schulterwunde nicht mehr blutet. Weichei. Aber dann muss ich wohl doch in unserem Urlaub die Krankenschwester spielen. Bitte. Sorry, Ace. Es hat ein wenig länger gedauert als gedacht. Hoffentlich müssen wir keine Strafgebühr bezahlen. Hey Stan, was ist denn mit Ace los? Der steht so zusammengesunken vor seinem Laden. Keine Ahnung. Hey, machst du deinen Laden schon zu? Ace, geht's dir gut? Hey, pass auf, er springt dich an, Les! Stan, hilf mir! Er will mich erwürgen! Warte, du Schwein! Das Gefährt ist deine Finger von ihr! Er ist wahnsinnig geworden! Nimm das! Verdammter Kiffer! Das wird dir eine Lehre sein! Kannst du aufstehen, Les? Was hast du getan, Stan? Musstest du Ace den Fischbär in den Rücken ran? Hast du seine Augen gesehen? Der war auf einem ganz üblen Trip. Anders hätte ich ihn nie von dir runterbekommen. Wir sollten das in der Direktion melden. Du hast recht. Lass uns zum Hotel zurücklaufen. Unbemerkt von Stan und Leslie tauchte der tote, blutende Ace tiefer ins blaue Meer. Immer noch von Gier getrieben, schlängelte sich die Muräne, die Stans Blut aufgescheucht hatte, heran und schlang ihre Zähne in Aces Körper. Genüsslich fraß sie das virenverseuchte Fleisch und merkte, wie sie sich zu verändern begann. Gleichzeitig erreichte das Pärchen die Hotelanlage und erschauderte. Ein Rudel Panther hatte sich um den Brunnen im Eingangsbereich versammelt und zogen ihre nach Beute suchenden Kreise. Das Bild der Raubkatzen war surreal. Überall hatten sie tiefe, blutende Fleischwunden oder Gedärme hingen heraus und wurden über den Boden geschliffen. Tot sollten diese Tiere eigentlich sein, aber davon schienen sie selbst nichts wissen zu wollen. Stan! Stan, ich hab Angst! An den Panthern kommen wir nie vorbei. Pass auf, schleich zurück in den Dschungel, Leslie. Auch haben uns die Raubkatzen nicht bemerkt. Was geschieht hier? Wenn ich das wüsste... Wir könnten mit dem Kajak zur nächsten Insel rudern, Stan. Ich will bloß weg hier. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, Leslie. Wir nehmen diesen Weg zum Strand. Kaum erreichen sie den Strand, erwartete sie schon das nächste Grauen. Ein gigantisches blauschwarzes Monster schälte sich aus dem Wasser. Es schritt auf zwei Beinen. Hatte zwei große Pranken mit spitzen Krallen und aus einer Schulter wuchs ein von dunkelroten Adern durchzogenes Auge. Bedrohlich wirkten die langen spitzen Zähne, die aus dem Mund sprossen. Dazu kam ein langer Schwanz mit Flossen zum Ende hin, der wie eine Peitsche durch die Luft sauste. Niemals hätten Stan und Leslie erraten können, eine vom G-Virus mutierte blutgierige Muräne vor sich zu haben. Ah!
Nein, nein, nein! Es zerstört das Kajak! Zurück! Zurück in den Dschungel, Les! Okay. Lauf doch! Warte! Stan! Deine Schulterwunde blutet stärker! Es kann erst mal warten. Nein! Ich will nicht, dass sie sich entzündet. Ich sehe hier wachsen blaue Kräuter. Die kenne ich von meiner Ausbildung her. Vicantius Mavericus. Ein wirkungsvolles Antiseptikum. Na schön. Komm, verarzte mich. Halt den Arm still. Ich reinige mit dem Pflanzensaft die Wunde. Hörst du das? Ja. Es kommt aus dem Gebüsch hinter dir. Eine gigantische Venusfliegenfalle! Schnell, machen wir, dass wir hier wegkommen. Vorsicht, Stan! Sie greift mit ihren Schlingen nach uns! Verdammt! Sie hat mich! Warte, Stan! Ich helfe dir! Nein, Les! Nein! Aber ich... Hier hinter uns ist eine Klippe! Lauf da rauf! Okay! So, und nun zu dir, du Pflanzenbiest! Diese Schlingen sind verdammt zäh! Ich kann mich kaum losreißen! Weiter zu seinem Maul hin. Hey, Moment. Ich habe ja noch das Taurermesser von Ace. Ja, damit müsste ich... Ab sind die Schlingen von den Armen. Ich bin frei. Oh Mann, schnell weg von hier. Kletter weiter, Les! Das Biest ist mir dicht auf den Fersen! Ich mach ja schon! Aber langsam habe ich keine Kraft mehr! Nicht aufgeben! Stan! Stan, das Monster vom Strand hat uns gefunden! Du musst schneller klettern! Das versuche ich ja! Heilige Scheiße! Das Scheusal hat mich gleich eingeholt. Es klettert besser als ich. Na, warte. Nimm das! Gut gemacht, Les. Der Felsen hat das Monster mitten ins Gesicht getroffen. Ich hoffe, es hat die Bestie erschlagen. Ich auch. Sieh mal dort, Stan. Ich glaube, ich habe einen Ausweg gefunden. Wo denn? Siehst du die Satellitenschüssel am Hang des nächsten Berges? Das muss die Funkstation sein. Wir senden einfach ein Notsignal und verschwinden aus dieser Hölle. Aber dazu müssen wir an einem brennenden Flugzeugwrack vorbei. Könnte es sein? Dass dieses Flugzeug schuld an den Monstern ist? Ich denke schon. Komm, ruhen wir uns ein wenig aus. Hier auf diesem Felsplateau sind wir vorerst sicher. Gute Idee. Dann kann ich mich nochmal um deine Wunde kümmern.
Hey, Les. Wie fühlst du dich? Bereit aufzubrechen? Ganz gut. Ein paar Mal sind wir dem Tod knapp entkommen. Aber keine Glückssträhne hält ewig. Stan, falls wir es nicht schaffen, möchte ich dir sagen, wie sehr... Psst. Oh Gott, das kommt aus der kleinen Höhle davon. Bleib hier, ich sehe nach. Shit. Da kriegt eine ganze Horde blutgieriger Monster-Leguane auf uns zu, Les. Wir sind hier in der Hölle. Oh nein. Schnell, Stan. Wir springen auf die Palme dort vorne neben dem Plateau. Über sie können wir hier schneller weg. Dann spring! Ich halte es nicht mehr aus. Wir werden sterben. Leslie, warte! Komm zurück. Ich werde dich beschützen. Ich will nicht sterben, Stan. Das ist nicht fair. Ganz ruhig. Wir haben es bald geschafft. Ich habe uns das eingebrockt und ich hole uns hier wieder raus. Versprochen. Oh, Igitt. Irgendetwas ist mir auf den Kopf getroffen. Da ist etwas in den Bäumen, Les. Los, lauf so schnell du kannst durch die Trümmer. Oh nein. Da kriechen überall Monster zwischen den Trümmern hervor. Wir sind umzingelt. Es ist aus. Kämpf um dein Leben, Les. Oh Gott. Warum ich? Eine Gruppe mörderischer Licker umzingelte die beiden und kroch langsam zischend mit sich windender Zunge immer näher. Leslie und Stan standen Rücken an Rücken. Beide zitterten vor Angst um die Wette. In Sekundenbruchteilen sahen sie ihr Leben vorbeiziehen, wollten einander noch so viel sagen, aber Zeit blieb nicht mehr. Der Erdboden bebte, als das blutgierige Moränenmonster aus einem brennenden Flugzeugwrackteil hervorbrach. Verdammt! Das Ding zählt! Es hat die anderen Monster verscheucht! Lauf zur Station, Les! Ich halte es! Ah! Stan! Die Krallenhand hat dich getroffen! Les, lauf! Kümmer dich nicht um mich! Lauf endlich los! Okay! Meine Brust! Das brennt wie... Ich brauche irgendeine Waffe. Diese spitze Eisenstange kommt wie gerufen. Komm her, du Drachen. Was für Ace recht war, kann für dich nur billig sein. Stan nahm all seine Kraft zusammen und stach die Eisenstange mitten ins Schulterauge des Moränenmonsters, das wie ein Ballon aufplatzte und gelben Eiter verteilte. Vom Schmerz gepeinigt taumelte das Monster zurück mitten auf eine der Tragflächen, die über einem Triebwerk wippte. Stan hatte eine Idee. Noch ein kleines Stück. Bleibt nur dieser eine Versuch. Jetzt! Von einem kleinen Felsenhaus sprang Stan auf die gegenüberliegende Tragfläche. Dank des losen Wrackteils verlor die Bestie das Gleichgewicht und stürzte rücklings in aufragende Trümmer und spießte sich selbst dabei auf. Oh. Sayonara, Kaulquappe. Thank you.
Leslie! Stan! Oh Gott, Stan! Du blutest ja! Das ist nur ein Kratzer. Ich hab die Bestie erledigt. Warte, ich helf dir. Hier, leg dich auf die Pritsche. Halte durch, Stan. Hilfe ist unterwegs. Hoffentlich beeilen sie sich. Ich bin schwer verletzt. Schrecklich. Deine Rippen sind zu sehen. Kannst du atmen? Es tut so weh, Leslie. Nein. Nein. Nicht sprechen, Stan. Spar dir deine Kräfte. Hör zu, Schatz. Falls ich sterbe. Nein. Nein, sag das nicht. Bald sind wir gerettet. Hörst du? Aber irgendwie auch seltsam. Es schien, als hätten sie auf den Notruf gewartet. Vermutlich. Suchen sie nach dem Flugzeug. Stan! Stan! Du musst durchhalten. Alleine schaffe ich das nicht. Siehst du, Les? Hilfe ist da. Es hört sich nach einem Hubschrauber an. Ah, das glückliche Paar. Oh Gott, danke, dass Sie gekommen sind. Sagen Sie, wer sind Sie? Dr. William Birkin. Sie sind die letzten Überlebenden auf Isla Bonal. Alles andere haben wir bereits abgesucht. Ich bin beeindruckt. Die anderen hatten gegen meine Lieblinge keine Chance. Ein Jammer, dass alles umsonst war. Sie. Bitte. Sie werden uns doch nicht. Bitte. Aber selbstverständlich. Ich werde. Isla Bonale, ein beeindruckendes karibisches Paradies, dessen Schönheit seinesgleichen suchte, verschwand aus mysteriösen Gründen von der Karte und von Stan und Leslie hatte nie jemand auch nur gehört. Sie hörten Danger Island, ein Hörspiel von Martin Carter Production. Es sprachen Janine Koch als Leslie, Markus Hake als Stan, Hartmut Breuer als Ace, Sascha Leupold als Dr. Birkin und Raffaela Otto als Erzählerin. Regie, Skript, Schnitt und Abmischung von Sascha Leupold. Basierend auf einem Wildstorm Jim Lee Comic und den Resident Evil Figuren von Capcom. Nach einer Story von Chris Obrisco. Als Hörspiel adaptiert von Sascha Leupold. Musik von Thomas Crafter und Kevin MacLeod von Incompetech. Der MCP-Jingle stammt von Max Würden. Soundeffekte von www.freesound.org. Weitere Infos unter Facebook Martin Carter Productions, martin-carter.de oder gbb-media.de. Dieses Hörspiel ist kostenfrei erhältlich und unterliegt der Creative Commons.org. Mein Name ist Yoshi Hayek.